Und dann, Überraschung, an der Hammermühle, an der Altmühl, ist uns der Günther begegnet. Wir sind eingerichtet, die Leo. Hallo Leo. Da stehe ich. Jörg, da habe ich für dich reserviert, für morgen. Und Mario stellt sich dahin. Und da ist gerade noch jemand eingetrudelt. Hallo. Es rührt sich was. Patrick ist auch da. So. Wer Fahrradwohnwagen möchte, kann sich hier inspirieren lassen. Alle Spielarten gibt's. Ja, da bin ich gespannt, wenn es dann aufgestellt sind, alle. Und die Marita ist auch gerade gekommen. Ja, endlich da. Endlich, dabei hast du den kürzesten Weg. Abends um 8 Uhr, reges Treiben. Sind noch ein paar dazugekommen. Ich gehöre zu meinem Patzi Gassi, er freut sich schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Tag beginnt bei Sonnenschein. Und die Ersten sind schon beim Frühstück. Jawohl, wir haben schon den zweiten Kaffee. Ja, der Wahnsinn. Also ja. Wenn die Sonne da ist, komme ich auch. Okay. Guten Morgen. Gestern sind noch einige gekommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Namen muss ich noch lernen. Erst hört man so viele und dann bringe ich alle durcheinander. Guten Morgen. Da ist es noch ganz ruhig. Und die Gudrun mit ihrem super Planwagen ist auch schon wach und war mit den Hunden spazieren. Guten Morgen. Guten Morgen, Gudrun. Ja, gut geschlafen. Die haben gestern so nett rausgeschaut, die zwei. Muss ich unbedingt heute mal aufs Foto kriegen. Was machen sie denn? Oh ja, das schläft noch. Wollen wir nicht stören. Und wir sind wieder bei der Frühstücksrunde. Jörg ist auch schon da und wach. Guten Morgen, Susi. Jörg. Guten Morgen. Der erste, Morgen. Guten Morgen, ihr zwei. Der erste Weg geht aufs Klo oder zum Wasser, ne? Genau. Mein erster war aufs Klo, der zweite geht zum Wasser. Sag mal, guten Morgen, liebe Sorgen. Kommt doch morgen wieder. Nein. Jetzt kommt jemand ganz Besonderes. Da kommt wer ganz Besonderes. Passt, wir haben es auch geschafft. Dann räumen wir das Feld jetzt erstmal. Halli! Ach, bin ich aufgeregt. Ich bin ganz verrückt. Hereinspaziert. Nicht ablenken lassen. Ja, hochkonzentriert. Ja. Da ist er, Jörg. Der ist Kobi-Bauer. Und Patschi wundert sich. Patschi. Unser Wohnwagen. Unser Wohnwagen. Hi. Jörg ist gerade gekommen. Guck mal, was er mir mitgebracht hat. Ich sehe den Jörg paddeln, ganz weit vorne, links neben dem roten Boot muss er sein. Und da
Wir sehen die zwei Süßen, die drei Süßen, gell? Die sind so schnucklig. Aber nicht mehr die Jüngsten, ne? Nee, das ist ja. Mit 14 und 10 und der Chihuahua mit 10 ist auch ja, schon. Aber das ist doch die nobelste, das nobelste Unterwegssein. Ja, für Mensch und Tier. Für Mensch und Tier. Man ist so eng zusammen. Ja, genau. Ja. Immer zusammen sein, das Schönste für das die Hunde. Ja, was ist, hm? Da ist der Waschi. Ah, schönes Ufer. Atschi. So. Damit glaube ich bis diesmal mal den ersten Teil. Dann kann ich das nämlich online stellen. Heute ist Samstag, es ist ungefähr 11 Uhr. Und Fahrrad-Wohnwagen-Treffen in Pappenheim.